Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 553. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Goethe vor, der ja auf seiner italienischen Reise perfekt zu dem heutigen Thema passt. Obwohl er, glaube ich, keine Pizza gegessen hat. Davor gibt es ein bisschen Rilke, das Requiem geht weiter und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und ich hatte es schon angedeutet, die Leute, die auf dem Discord-Server sind, wissen es auch. Seit langem plane ich eine Episode über Pizza. Und Pizza ist ja Weltkulturerbe, glaube ich. Die neapolitanische Pizza zumindest. Und kommt aus Italien. Und ja, deswegen passt natürlich Goethe mit der italienischen Reise ganz gut. Der ist zwar nicht in Neapel, sondern immer noch in Venedig, aber ja, warum will ich denn über Pizza reden? Ich bin großer Fan von Pizza, das erstmal vorweg. Eigentlich bin ich sowieso Fan von mediterranen Speisen, egal ob Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Griechisch. Das esse ich alles sehr, sehr gerne. Und Pizza ist irgendwie so ein Ding, klar, das kennt man schon dann als Kind. Es hat große Verbreitung gefunden als Fast Food in einer Tiefkühlpizza oder auch in vielen Pizzaketten Pizza Hut oder ja, gibt's halt, es ist irgendwie ubiquitär überall verfügbar und hat sich wirklich in die deutsche Esskultur eingegliedert. Es gibt aber wirklich ganz furchtbare Pizza und es gibt sehr, sehr gute Pizza. So, und ich habe lange dran gefeilt, eine gute Pizza zu machen und möchte euch natürlich jetzt gerne an meinem derzeitigen Stand. Ich weiß gar nicht, ob ich fertig bin. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine weitere Episode, aber ich glaube, ich hatte noch nicht davon berichtet, wie ich die Pizza aktuell mache und deswegen kommt das jetzt mal. So, jetzt kommt nochmal ein kurzer Ausflug. Und zwar in die Mathematik, denn ich habe mir diese Episodennummer nicht ganz zufällig ausgewählt, doch habe ich. Ich hatte schon länger vor, eine Episode über Pizza zu machen, bisher kam ich nicht dazu. Und jetzt ergibt es sich aber, dass die Episodennummer 535 tatsächlich 535 ist innerhalb der ersten 10 Nachkommastellen der Zahl Pi. Und das ist ein bisschen nerdisch und nerdig und doof. Aber so bin ich habe an sowas Spaß. Die ersten 10 Nachkommastellen von Pi. Also 3 Komma ist ja keine Nachkommastelle, das wissen wir alle. 1415, das können sich die meisten noch merken. 3,1415 ist auch das, was ich mir am längsten merken konnte. Dann kommt 926. Ich weiß nicht, wie man sich 926 merken kann, aber ihr könnt euch jetzt merken 535, denn das ist die Episodennummer, die wir jetzt gerade hier, die ihr gerade hört. Und ja, das sind die Nachkommastellen Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Genau, die letzten drei der ersten 10 Nachkommastellen 5, 3, 5 könnt ihr euch jetzt alle merken. Von Pi. Ja, albern. Warum ist das wichtig? Das ist überhaupt nicht wichtig. Aber ich finde die Zahl Pi toll. Ich wäre gerne Mitglied in im Freundeskreis von Pi oder wie heißt dieser Verein, wo der Florian Freistetter dabei ist. Wenn man da Mitglied werden will, muss man die ersten 100 Nachkommastellen von Pi auswendig aufsagen vor einem Botschafter dieses Vereins, dieser Gruppe. Ich weiß gar nicht, ob es ein eingetragener Verein ist. Und am besten auch noch auf eine besondere Art und Weise, also singen oder tanzen oder keine Ahnung was. Soweit bin ich noch nicht. Lieber Florian, falls du das hier hörst, ich bereite mich immer noch darauf vor. Ich glaube, in der Episode 314 habe ich ja mal Pi vorgelesen. Und falls ihr das hören wollt, da habe ich die ersten 100 Stellen vorgelesen. Ich bin dafür aber nicht aufgenommen worden, weil es war auch nicht auswendig. Und es war auch einfach nur vorlesen. Naja. Ich könnte mal gucken, wie oft diese Episode runtergeladen worden ist. Und vielleicht kriege ich dann so einen Trostpreis. Wie auch immer. Nein, Pi und Pizza passen natürlich sehr gut zusammen. Wie mache ich Pizza? So, es gibt zwei ganz essentielle Stellschrauben, wenn man eine sehr gute Pizza machen möchte. Das eine ist der Teig. Ohne einen guten Teig kann man keine gute Pizza machen.
Ich habe mittlerweile festgestellt oder gelernt, dass viele Pizzerien oder Italiener, die auch Pizza anbieten, den Teig gar nicht selber machen, sondern fertige Teiglinge, die dann auch schon vorgebacken sind, kaufen und dann einfach nur noch belegen, kurz in den Ofen und dann fertig sind. So kann man machen, die sind dann auch gut, so, das ist dann aus Italien und keine Ahnung was. Ist aber nicht mein Ansatz, also Fertigpizza. Es gibt Fertigpizza, also wenn man eine Fertigpizza gut machen will, oh, nochmal kurz ein Exkurs, Fertigpizza. Auch Fertigpizza kann akzeptabel schmecken, wenn man ein paar Regeln einhält. Und zwar ist das Vorheizen tatsächlich wichtig. Der Ofen muss vorgeheizt werden, und zwar auf die höchste Stufe. Und die Pizza muss aufgetaut sein. Neuere Fertigpizza-Hersteller, Tiefkühlpizza-Hersteller, schreiben es sogar drauf. Und ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Denn wenn die Pizza im Ofen erst auftaut, dann ist der Boden vielleicht schon schwarz, während das Innere noch nicht ganz durch ist. Also einfach ganz auftauen lassen. Wenn ihr wisst, es gibt Pizza, dann nehmt sie einfach direkt aus dem Kühlschrank, aus dem Gefrierschrank raus, lasst sie komplett auftauen. Macht rechtzeitig den Ofen an, eine halbe Stunde oder so. Und schmeißt dann die aufgetaute Pizza in den aufgeheizten Ofen, Backofen aus Backblech, und dann geht's einigermaßen. So, jetzt habe ich auch schon die, jetzt bin ich abgeschwiffen und habe irgendwie die Pointe versaut, denn das ist schon die zweite essentielle Zutat. Also die erste essentielle Zutat ist Teig. Wenn ihr den Teig selber machen wollt, kann ich euch nur empfehlen, ein Sauerteigrezept zu verwenden. Natürlich kann man auch gute Pizza aus Hefeteig machen. Aber einfach nur ein bisschen Sauerteig dazugeben reicht schon aus, um dem Ganzen einen etwas anderen Charakter und einen etwas leckeren Geschmack zu verpassen. Theoretisch geht natürlich wirklich einfacher Hefeteig. Ihr nehmt also ein feines Weizenmehl. Es muss nicht unbedingt Pizzamehl sein, sondern es reicht irgendwie ein 550er Weizenmehl oder so. Und nehmt da, wie ist das, auf ein halbes Kilo irgendwie einen halben Hefewürfel, Frischhefe. Ich kenne mich mit Trockenhefe nicht so aus. Ich glaube, das funktioniert vermutlich ähnlich gut, aber Frischhefe ist irgendwie, wenn ich Hefe benutze, dann ist es Frischhefe. Knete das ordentlich durch, und damit meine ich wirklich ordentlich, wenn der Teig gut vermischt ist, nochmal 10 Minuten richtig toll kneten und dann irgendwie liegen lassen. Habt ihr den ganz normalen, also was kommt in den Hefeteig rein? Ich hatte mir da mal ein Rezept aufgeschrieben. Das hatte ich von, es gibt, glaube ich, ein Video von Sven Menke, der hat mal den Kulinarikast gemacht. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Hat da lange nichts getan. Ich guck gerade mal. Die Domain gibt es zumindest schon mal nicht mehr. Ja, letztendlich, was ist denn das? 350 Gramm Mehl, 150 Gramm Wasser oder so, oder 200 Gramm Wasser, Teelöffel Salz und ein bisschen Hefe, und das dann eben gut verkneten. Also da reicht auch ein Standardrezept, das kann man einfach machen. Wichtig ist dabei halt dieses lange Kneten. Und dann hat man einen Hefeteig. Wenn es aber eine richtig gute Pizza werden soll, dann empfehle ich einen Sauerteig. Und das machen die in Italien auch so, glaube ich. So, und da gibt es ein Rezept von Lutz Geißler kostenlos in seinem Blog, in dem Plötz-Blog, vom 24. Juni 2017. Almrezepte schnelle Pizza. Also wenn ihr nach schnelle Pizza Lutz Geißler googelt, dann findet ihr das direkt. Den Link kann ich natürlich auch in die Shownotes packen. Und das heißt schnelle Pizza, weil das einmal ohne die lange kalte Gare ist. Also häufig sind Teige, wo sowohl Sauerteig als auch dann Hefe drin ist, so gestaltet, dass man die über Nacht im Kühlschrank gehen lässt, weil sie da halt sehr langsam und sehr behutsam ihre Aromen entfalten. Und das ist auch toll. Wenn man die Zeit mal nicht hat oder nicht investieren will, dann kann man dieses Rezept nehmen. Dafür braucht man 60 Gramm Dinkelvollkornmehl, 510 Gramm Weizenmehl, 550, 60 Gramm Weizenanstellgut, also Sauerteig, TA 200, also weich, Teigausbeute 200, 18 Gramm Olivenöl, 6 Gramm Frischhefe. Das ist ziemlich wenig. Aber man braucht auch nicht so viel Frischhefe.
Also eigentlich braucht man noch weniger Frischhefe, wenn man den Teig länger gehen lässt. Aber naja, gut, 12 Gramm Salz, 360 Gramm Wasser und eventuell noch Malzmehl, 3 Gramm aktiv, wenn man das möchte. Genau, und dann steht da genau drin, wie man das verarbeitet. In diesem Rezept ist es so wie bei meinem Brotrezept auch, dass man den Teig ansetzt und dann gehen lässt. Und beim Gehen macht man dieses Dehnen und Falten. Also alle halbe Stunde geht man zum Teig, der sich gerade entwickelt, und zieht ihn an den Seiten so hoch und klappt ihn oben rüber. Und das macht man einmal reihum an allen Seiten, bis man den ganzen Teig einmal gut durchgedehnt hat. Das hilft dabei, dieses Klebergerüst besser auszugestalten. Und das braucht man, damit der Teig schön locker wird, also große Bläschen hat. Und bei Pizza will man ja große Bläschen haben. Also in der Mitte nicht, da wo der Belag drauf ist. Da muss einfach nur ein lockerer, dünner Brotteig drunter sein. Aber am Rand will man ja diese größeren Bläschen haben. Genau. So, man kann auch dieses Brotrezept, das ich mal entwickelt habe, ich habe ja mal dieses Dinkel San Francisco Sourdough Bread, das ist ein reines Dinkelrezept, wo dann eben, damit es den ein gutes Klebergerüst hat, noch ein bisschen Vitamin C drin ist. Das findet ihr bei Lutz im Podcast ganz ausführlich beschrieben. Also das ist halt Dinkelmehl 630 mit dem entsprechenden Sauerteig. Und eben ein bisschen Salz gehört da auch immer mit rein und Vitamin C. Ich habe da eine Zeit lang das mit O-Saft genommen. Also man braucht ganz wenig O-Saft. 25 Gramm O-Saft oder so auf einen Liter Wasser. Ich weiß es nicht genau. Und jetzt habe ich das ersetzt durch Acerola Kirschpulver. Das ist auch im Wesentlichen reines Vitamin C. Man schmeckt das nicht, also weder den O-Saft noch das Brot schmeckt dann nicht nach Kirsche, sondern man braucht nur das Vitamin C, um dem Dinkel die Möglichkeit zu geben, ordentliche Kleberstrukturen auszubauen. Genau. So, das sind gute Tipps, wo ihr die ausführlich beschriebenen Rezepte findet. Die besten Teige brauchen Zeit, also eigentlich braucht man für einen Teig im Wesentlichen ordentliche Zutaten. Also man muss jetzt nicht das Mehl aus Italien einfliegen lassen. Davon bin ich auch eigentlich gar kein Fan. Kommt natürlich auch mit dem LKW, aber muss nicht ohne fliegen. Nee, man kann einfach das Mehl aus dem Supermarkt nehmen. Aber halt, weiß ich nicht. Ich nehme ganz gerne das aus dem Bioregal. Ich weiß nicht, ob das dann unbedingt viel besser ist. Es ist auf jeden Fall schwieriger, weil sich das halt jedes Mal anders verhält. Aber wenn man ein bisschen Frischhefe mit in den Teig tut, dann kann man sich ja eigentlich sicher sein, dass das gelingt. Ja, so, das ist der Teig. Damit ihr den Teig dann gut ausdehnen und auf einen Schieber tun könnt und es dann auch gut in den Ofen reinflutschen kann, braucht ihr Semola. Semola ist eigentlich nichts anderes als Hartweizengrieß. Kommt aus Italien, so, aber das ist irgendwie, ich habe festgestellt, dass das ist halt so ein, es sieht ja aus wie Mehl, ist ein bisschen grobkörniger. Und wenn ihr das auf der Arbeitsfläche habt, um daraus die Pizza auszubreiten, dann geht davon natürlich ein bisschen was in den Teig rein, aber der Teig klebt da nicht. Also mein Teig ist halt schon noch recht klebrig, so, aber wenn dann so ein bisschen Semola dran ist, dann rutscht er halt trotzdem von dem Schieber. Ich habe so ein Metall-Pizza-Schieber in den Ofen rein. Und ja, das ist so der Teig. Belegen könnt ihr das, wie ihr wollt. Also Pizza-Belag ist natürlich absolut Geschmackssache. Ich bin da eigentlich überhaupt nicht anspruchsvoll. Also es gibt natürlich Tomatensoßen. Da kann man auch eine Fertig-Tomatensoße nehmen. Also was weiß ich, von irgendeinem Gläschen so fertig Tomatensauce auf die Pizza draufklatschen. Ich nehme davon auch immer gar nicht viel. Also das ist für mich nicht das Wichtige am Geschmack. Also eine gute Pizza muss halt einen sehr, sehr guten Teig haben und muss gut aufgegangen sein. Was dann auf der Pizza drauf ist, das kann das natürlich dann nochmal richtig toppen. Also was ich sehr gerne mache, ist Pizza Bianca. Das ist dann eine weiße Pizza. Bianca wie weiß. Und da nimmt man keine Tomatensauce, sondern entweder Ricotta oder Creme Fraiche oder, wenn man es ganz abgefahren mag, Sauce Hollandaise.
und verteilt das halt dünn auf der Pizza. Gerne mit ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Salz und Pfeffer noch und so. Und das ist auch ganz geil. Dann ist Käse natürlich wichtig. Mozzarella-Käse. Es gibt diesen festen Mozzarella-Käse, den man dann auch reiben kann, der dann halt gerieben auf der Pizza ist. Oder eben ja, so dünn geschnittene Mozzarella-Ballen kann man nehmen. Was ich sehr spät erst gelernt habe, ist, dass es total sinnvoll bei einigen Sachen ist, die erst nach dem Backen auf die Pizza zu tun. Zum Beispiel Parmaschinken, also Pizza Parma. Wenn man Fleisch isst, das ist ein absolutes Fest für mich, wenn man diesen ganz dünn geschnittenen, geräucherten Schinken, also Kochschinken auf Pizza, bin ich echt nicht so der Fan von. Ananas, sag ich mal nichts zu. Kann man machen, wenn man das mag, aber ist halt dann nicht mehr italienisch. So zwei, drei ganz dünne Scheiben Parmaschinken nach dem Backen auf die heiße Pizza, damit der Schinken so leicht warm wird, der muss ja gar nicht mitgebacken werden, der ist ja geräuchert. Und dann noch Rucola obendrauf, also auch nach dem Backen natürlich, du willst ja den Rucola nicht völlig verschrumpeln lassen. Also nach dem Backen frischen Parmaschinken, Rucola und vielleicht sogar noch ein bisschen Parmesan, der muss dann auch gar nicht schmelzen. Fantastisch, großartig. So. Rucola oder Salate ist sowieso eine ganz gute Idee. Salami kann man natürlich mitbacken, wenn man das mag. Aber im Wesentlichen also so eine Pizza Margherita, wo einfach nur eine Tomatensauce und Käse drauf ist. Bisschen Basilikum vielleicht. Auch nach dem Backen oder in die Tomatensauce rein. Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, würde ich mal sagen. Ich habe letztens gesehen, man kann so eine Pizza auch machen, indem man einfach Olivenöl und Salz drauf tut. Das ist dann eigentlich gar keine Pizza, sondern ein Brot, was man dann da backt. Ein Fladenbrot oder so. Auch gut, kann man machen. So. Meine Lieblingspizzeria in Hamburg ist das Überquell. Die machen wirklich sehr, sehr gute Pizza. Und die bieten sogar eine Nachtischpizza an. Also die haben wirklich tolle Pizza und auch sehr ausgefallene Beläge. Da kann man irgendwie sonst was für tolle Sachen drauf bekommen. Und zum Nachtisch machen die halt eine Pizza mit Nuss-Nougat-Creme. Also ob es dann Nutella ist oder sein muss, sei mal dahingestellt. Aber also es gibt ja verschiedene Schokoladencremes oder irgendwie, das kann man nach dem Backen einfach draufschmieren. Die wird dann schön warm, vielleicht noch eine Banane oder so. Ja, das geht. Das geht auch. Aber wie gesagt, ich finde den Belag am Ende weder entscheidend noch wichtig. Es sei denn natürlich, man tut was drauf, was einem nicht schmeckt, aber da ist man dann selber schuld. Also, das ist absolut nach Geschmack. Ich bin da überhaupt nicht picky. Und wenn jemand Ananas auf die Pizza tun möchte, ich urteile da nicht. Ich mag es halt nur selber nicht. Also ich finde Obst in warmem Essen sowieso immer ein bisschen schwierig. Es gibt ganz selten mal, dass mich das irgendwie reizt. Ich esse ja total gerne Curries, indische Curries. Und ich habe dieses wunderbare Kochbuch 50 Great Curries of India. Und ich glaube, da ist in keinem Rezept ist irgendwie Obst mit drin. Aber wenn man in einem deutschen Restaurant ein indisches Curry bestellt, dann kann einem das sehr schnell passieren, dass da irgendwie Mango mit reingekocht ist oder Ananas oder irgendwie was, was da überhaupt nicht reingehört. Mango Chutney kann man natürlich reichen zu einem indischen Curry. Aber ich habe noch nie Pizza mit Curry drauf gegessen. Auch vielleicht gar keine so schlechte Idee als Curry. Also ein Curry ist ja im Wesentlichen ein Eintopf, indischer Eintopf. Da hat man diese super leckere, intensive Soße. Und wenn man die ganz dünn auf Pizza tut, oh, interessant, interessant. Ja. So, kommen wir aber zum zweiten essentiellen Ding beim Pizzabacken. Ich hatte es vorhin schon angedeutet. Und das ist der Ofen. So, und der Ofen muss halt einfach richtig heiß sein. Ich habe einen großen Fehler gemacht, als wir für unsere Küche einen neuen Ofen brauchten. Der alte Ofen war dann irgendwann kaputt und dann haben wir einen neuen Ofen uns ausgesucht. Ich habe mir dann einen ganz tollen Ofen von Miele ausgesucht, der dann auch bedampfen kann zum Brotbacken. Total gut, wenn man dann einen Dampfstoß in das Brot, also am Anfang beim Brotbacken ist es immer ganz gut, wenn da Wasserdampf mit im Ofen ist, damit das Brot schön, ja, gut aufgeht. So, und
Der ist auch toll und super und er kann auch Dampf garen und so, der Ofen, aber er geht nur bis 240 Grad oder so, oder 235, also es ist 225 Grad vielleicht sogar. Also es ist halt irgendwie, der wird nicht besonders heiß. Früher hatten wir mal einen Backofen, der ging bis 250 Grad. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das macht einen Unterschied. So, und jetzt hatte ich also einen Backofen, der nicht mehr heiß genug wird für Pizza. Obwohl der irgendwie sehr, sehr teuer war. So ein Dampfgarer von Miele, der ist halt, ja, weiß ich gar nicht mehr, was er gekostet hat, aber war unanständig teuer. Aber fürs Brotbacken, naja. Hatte ich halt beim Kaufen nicht drauf geachtet, wie heiß der eigentlich wird. So, was mache ich? Einen zweiten Backofen kaufen? Natürlich nicht, sondern mein Kumpel Holger Krupp, auch Podcaster, vielleicht kennt ihr ihn, der wohnt ja auch hier oben im Norden, hat lange in Hamburg gewohnt, haben uns kennengelernt, jetzt wohnt er in Buxtehude. Der hat sich einen Uni-Pizzaofen gekauft. Das schreibt man O-O-N-I. Unter uni.com könnt ihr die sehen. Das sind Pizzaöfen, die einfach mal genau groß genug sind, um eine Pizza reinzuschieben. Also sehr flach. Und dadurch entsteht halt einfach eine deutlich höhere Hitze als in einem großen, handelsüblichen Haushaltsbackofen, der einen etwas größeren Raum hat. So, und die Onis, die sind halt für den Outdoor-Bereich, also draußen, Garten, Terrasse, sonst was. Man kann sie entweder mit Gas oder mit Holz befeuern. Und die kriegt man halt dann sehr, sehr heiß, also bis 350 Grad. Und tatsächlich, wenn man eigentlich Pizza backen will, so wie es die Italiener tun, braucht man 350 Grad so um und bei. So, das macht natürlich kein normaler Haushaltsbackofen. Und hatte ich überlegt, vielleicht kaufe ich mir so ein Ding. So ein Uni, einfach nur für Pizza auf der Terrasse stehen. Das wäre toll. Ich bin dann zum Holger hingefahren, er hat mich eingeladen, haben wir da Pizza gegessen. Das ist echt grandios. Also der kann auch gut Pizza machen. Ich glaube, der macht einen reinen Hefeteig. Und das ist dann auch ausreichend. Also die Pizza wird dann trotzdem einfach genial, weil man eben diesen Ofen hat. Ich glaube tatsächlich, der Ofen ist noch entscheidender als der Teig. Also wenn es eine Reihenfolge gibt zwischen was macht eine Pizza grandios? Dann ist es erstens der Backofen oder die Temperatur eigentlich. Dann zweitens der Teig und erst drittens der Belag. Ja, vielleicht nulltens die Zutaten. Natürlich braucht man gute Zutaten, um eine gute Pizza zu machen. Aber ja, gleich danach kommt schon der Backofen. So, anstatt eines Uni-Backofens, die sind nämlich auch gar nicht so günstig. Also da zahlt man auch, was habe ich denn hier? 600 Euro, 800 Euro für so einen Backofen. Habe ich mehr Geld ausgegeben, dummerweise, aber etwas gekauft, was ein bisschen vielseitiger ist. Denn in so einem Uni-Pizza-Backofen kann man halt genau Pizza machen. Vielleicht kann man noch ein Steak drin grillen oder so, weil das halt dann auch flach ist. Aber Würstchen oder irgendwie Champignons oder einfach etwas machen, was man auf dem Grill sonst auch tun würde, ist ein bisschen schwieriger. So, ich habe mir eine andere Strategie angelegt und zwar einfach einen Gasgrill. Wir hatten immer Holzkohlegrills im Garten stehen, auf der Terrasse stehen und haben auch ganz gerne mal gegrillt. In letzter Zeit immer weniger, weil wir einfach weniger Fleisch essen. Und wenn man grillt, dann isst man ja doch irgendwie Fleisch. Man kann natürlich auch fleischlos grillen, aber irgendwie hat sich das halt nicht so ergeben. So, und dann habe ich geguckt, welcher Gasgrill wird denn besonders heiß, und dann habe ich einen gefunden. Marke kann ich euch gerade gar nicht sagen, aber es ist so ein halbwegs Profi-Gasgrill. Eigentlich ist es wahrscheinlich auch ein bisschen egal. Er braucht halt eine Fläche, die groß genug ist, dass man einen Pizzastein drauflegen kann. Und dann habe ich halt ja einen Gasgrill, wo dann auf dem Grillrost ein Pizzastein liegt. Und dann habe ich noch investiert in eine Pizzahaube. Das müsst ihr euch vorstellen wie ja, ein relativ dickes Edelstahlteil. Und das hat an den, es ist halt einfach eine Fläche und an den Seiten halt so Ständer, die dann so 6-7 Zentimeter hoch gehen. So, und die braucht man, wenn man eben keinen Uni-Grill hat, der ganz flach ist, braucht man so eine Pizzahaube in einem Gasgrill. Kann man natürlich auch im Backofen benutzen, aber eigentlich ist das Quatsch, weil das eh nicht heiß genug wird. Im Gasgrill
habe ich halt das Grillrost, darauf den Pizzastein und darauf die Pizzahaube und mache das alles heiß auf 350 Grad. Ne? Einfach Gasgrill zu, erst anmachen, dann zumachen und dann warten, bis das ganze Ding 350 Grad hat. Und dann kann man Pizza machen. So, und diese Haube sorgt dafür, dass die Pizza eben auch von oben 350 Grad bekommt. Der Pizzastein sorgt dafür, dass von unten die Hitze kommt, und zwar auch, wenn die Pizza dann drauf liegt. Also die Pizza ist ja vergleichsweise kalt. Der Teig hat vielleicht irgendwie Zimmertemperatur. Vielleicht haben die Beläge sogar noch ein bisschen irgendwie so ein bisschen kälter, weil sie aus dem Kühlschrank kommen, keine Ahnung. So, und wenn man so eine Pizza auf ein Blech tut, dann kühlt die Pizza ja das Backblech. Deswegen braucht man einen Pizzastein, weil der Stein hält halt viel mehr Wärme, und wenn dann so eine kalte Pizza da drauf kommt, dann verliert der Pizzastein die Wärme nicht so schnell und gibt einfach viel mehr und länger die Hitze ab. Muss man natürlich aufpassen, wenn man mehrere Pizzen hintereinander backt, dass man dann irgendwie immer kurz wartet, dass der Pizzastein die Hitze wieder aufnehmen kann. So, und diese Pizzahaube ist dafür da, dass eben auch von oben die Hitze kommt, dass dann die Oberhitze nicht so weit weg ist von der Pizza sozusagen, dass es eben auch von oben ordentlich heiß wird, dass der Käse schmelzen kann und dass eben auch die Zutaten, die oben drauf sind, schnell gar sind. So, und wenn man sowas hat, entweder so ein Oni-Pizzaofen, da gibt es auch verschiedene Hersteller, aber ein Oni war so der erste, den ich wahrgenommen habe, oder eben ein Gasgrill, und dann seine Pizza mit 350 Grad machen kann. Kann man natürlich auch im Holzkohleofen machen, ne? Wenn man sowas im Garten sich gemauert hat oder so, dann geht das sicherlich auch. Dann dauert so eine Pizza mit einem frischen Teig eben nur noch 2 Minuten. Also das ist dann vorbei mit, ich nehme eine Tiefkühlpizza. Selbst wenn die aufgetaut ist, braucht es ja noch 12 Minuten oder 13 Minuten im Backofen. Und wenn man dann mit mehr als 4 Personen am Tisch sitzt und dann einen Backofen hat und dann Tiefkühlpizza essen will, dann muss man schon echt geschickt die Pizza schneiden und dann geschnittene Pizza backen, damit man irgendwie auf einem Backblech und auf dem Backrost darüber vielleicht irgendwie genügend Pizza für alle hat. Mit dieser 350 Grad Pizza Backtechnik dauert eine Pizza, naja, halt so 2 Minuten, bis der Teig gut aufgegangen ist, bis der Belag fertig ist. Und das ist für mich der absolute Knaller gewesen. Also egal, wie man vorher Pizza gemacht hat, man kann natürlich auch gute Pizza bei 250 Grad machen, dann dauert sie halt länger. 6 bis 8 Minuten oder vielleicht auch mal ein bisschen länger, je nachdem, wie heiß der Backofen wird. In meinem 225 Grad Backofen natürlich dann nochmal wieder länger. Aber 350 Grad so, und dann ist auch egal, wie viele Leute da sind. Also ich habe schon auf Kindergeburtstagen Pizza gemacht oder wenn irgendwie viele Leute zu Besuch waren. Und dann gibt es eine Pizzaschlacht und alle müssen helfen, den Pizzateig auszubreiten und zu belegen. Und ich bin dann nur dazu da, die fertig belegte Pizza einzusammeln, in den Backofen zu schieben, also in den Gasgrill zu schieben. Nach einer Minute einmal rausholen, umdrehen, reinstecken, weil es hinten ein bisschen heißer ist als vorne. Und dann ist die Pizza fertig und die nächste kann rein. Also das kann man so richtig so Fließbandarbeit machen. Und ich habe hier schon, glaube ich, für 15, 20 Leute habe ich schon Pizza im Akkord gebacken. Und das geht. Das ist natürlich dann auch stressig, weil die Pizza muss dann natürlich auch gut ausgebreitet, also der Teig muss halt gut ausgedehnt sein. Wenn dann da Löcher drin sind, dann kriegst du halt auch nicht unfallfrei in den Backofen reingeschoben. Aber ja, mit ein bisschen Übung kriegt man das hin. Und das ist dann Pizza, wie sie sein sollte. Und ich kann euch das nur empfehlen, weil so ein Gasgrill, den kann man dann eben auch für andere Sachen verwenden. Also der muss ja nicht immer so heiß sein. Man kann den auch deutlich kälter machen. Und ich habe dann so eine Edelstahlplatte, also nicht die Haube, sondern irgendwie noch eine andere, wo man dann Gemüse grillen kann oder wo man auch ein Crepe drauf machen kann. Ich hatte immer die Idee, da Crepe zu machen. Ich habe das auch einmal gemacht. Wenn das gut funktioniert, das nicht, weil ich einfach nicht gut darin bin, Crepe zu machen. Aber der ist halt vielseitiger als so ein spezieller Pizzaofen, weil man mit einem Gasgrill halt einfach grillen kann. Und zusätzlich kann man damit natürlich, also es geht natürlich auch mit Holzkohle. Ist halt nur ein bisschen schwieriger
zu dimensionieren, weil man ja irgendwie dafür sorgen muss, dass genug Hitze für ausreichend Dauer da ist. Und beim Gasgrill kann ich einfach die Hitze anmachen. Da dauert das dann eine Viertelstunde. Also wenn ich meinen Gasgrill voll aufdrehe, dann dauert das eine Viertelstunde, bis auch der Pizzastein die entsprechende Temperatur hat. Vielleicht 20 Minuten oder so, aber dann habe ich da, dann kann es halt sofort losgehen. Ja. So, also das ist der Knaller. Und falls ihr die Möglichkeit habt, so einen Gasgrill euch anzuschaffen und gerne Pizza macht, dann kann ich euch das nur empfehlen, da eben auch einen Pizzastein und eine Haube dafür zu kaufen. Ja, so viel zum Thema Pizza. Habe ich jetzt eigentlich auch schon erschöpfend erzählt. Dachte, ich könnte länger über Pizza reden, aber letztendlich ist der Trick ja, das ist wirklich nicht schwierig. Man muss halt einmal wissen, für Pizza braucht man viel Hitze. Auf 180 Grad Umluft wird das nichts. Und auch Tiefkühlpizza kann man gut hinbekommen, wenn man sie ordentlich auftaut und dann eben bei hoher Hitze in den Ofen gibt. Ganz früher habe ich mal Tiefkühlpizza in der Mikrowelle aufgewärmt, als Mikrowellen neu waren. Und das war halt das Labberigste und Ekligste, was ich dann jemals gegessen habe. Kann ich nicht empfehlen. Aber wenn man labberige Pizza mag, wer weiß. Ich will da ja nicht judgen. Ja. Würde ich sagen, wird es eine etwas kürzere Episode. Hält dann vielleicht nicht 2 Wochen. Müsste noch eine alte Episode hinzugreifen. Aber mehr habe ich nicht zum Thema Pizza. Ich könnte euch jetzt nochmal die 100 ersten Nachkommastellen von Pi vorlesen. Ja, mache ich nicht. Nein, wir kommen zum Rilke der Woche. Rilke der Episode. Und wir sind bei Position 1825 in der Gesamtausgabe im Requiem. Zweiter Teil sozusagen. 27% von dem gesamten Rilke habe ich schon vorgelesen. Und dürft ich sagen, dass du nur geruhst, dass du aus Großmut kommst, aus Überfülle, welcher du, weil du so sicher bist, so in dir selbst, dass du herumgehst wie ein Kind, nicht bange, vor Örtern, wo man einem etwas tut. Doch nein, du bittest. Dieses geht mir so bis ins Gebein und quert wie eine Säge. Ein Vorwurf, den du trügest als Gespenst, nachtrügest mir, wenn ich mich nachts zurückziehe in meine Lunge, in die Eingeweide, in meines Herzens letzte ärmste Kammer. Ein solcher Vorwurf wäre nicht so grausam, wie dieses Bitten ist. Was bittest du? Sag, soll ich reisen? Hast du irgendwo ein Ding zurückgelassen, das sich quält und das dir nachwill? Soll ich in ein Land, das du nicht sahst, obwohl es dir verwandt war, wie die andere Hälfte deiner Sinne? Ich will auf seinen Flüssen fahren, will an Land gehen und nach alten Sitten fragen, will mit den Frauen in den Türen sprechen und zusehen, wenn sie ihre Kinder rufen. Ich will mir merken, wie sie dort die Landschaft umnehmen, draußen bei der alten Arbeit der Wiesen und der Felder, will begehren, vor ihren König hingeführt zu sein und will die Priester durch Bestechung reizen, dass sie mich legen vor das stärkste Standbild und fortgehen und die Tempeltore schließen. Dann aber will ich, wenn ich vieles weiß, einfach die Tiere anschauen, dass ein Etwas von ihrer Wendung mir in die Gelenke herübergleitet, will ein kurzes Dasein in ihren Augen haben, mich halten und langsam lassen, ruhig ohne Urteil. Ich will mir von den Gärtnern viele Blumen hersagen lassen, dass ich in den Scherben der schönen Eigennamen einen Rest herüberbringe, von den 100 Düften und Früchte will ich kaufen, Früchte, drin das Land noch einmal ist, bis an den Himmel. Denn das verstandest du, die vollen Früchte. Die legtest du auf Schalen vor dich hin und wogst mit Farben ihre Schwere auf. Und so wie Früchte sahst du auch die Frauen und sahst die Kinder so von innen her getrieben in die Form ihres Daseins. Eieiei. Geht ab, der Herr Rilke. Gut, dann öffne ich mal die italienische Reise. Das Buch heißt einfach nur Italienische Reise von Johann Wolfgang von Goethe. Wir sind bei Position 11, 69, 14% haben wir geschafft von der Reise. Immer noch in Venedig und es ist immer noch der 6. Oktober.
Augen zu und zugehört. Auf heute Abend hatte ich mir den famosen Gesang der Schiffer bestellt, die den Tasso und Ariost auf ihre eigenen Melodien singen. Dieses muss wirklich bestellt werden, es kommt nicht gewöhnlich vor, es gehört vielmehr zu den halb verklungenen Sagen der Vorzeit. Bei Mondenschein bestieg ich eine Gondel, den einen Sänger vorn, den anderen hinten. Sie fingen ihr Lied an und sangen abwechselnd Vers für Vers. Die Melodie, welche wir durch Rousseau kennen, ist eine Mittelart zwischen Choral und Rezitativ. Sie behält immer denselbigen Gang, ohne Takt zu haben. Die Modulation ist auch dieselbige. Nur verändern sie nach dem Inhalt des Verses mit einer Art von Deklamation sowohl Ton als Maß. Der Geist aber, das Leben davon, lässt sich begreifen wie folgt. Auf welchem Wege sich die Melodie gemacht hat, will ich nicht untersuchen. Genug, sie passt gar trefflich für einen müßigen Menschen, der sich etwas vormoduliert und Gedichte, die er auswendig kann, solchem Gesang unterschiebt. Mit einer durchdringenden Stimme, das Volk schätzt Stärke vor allem, sitzt er am Ufer einer Insel, eines Kanals auf einer Barke und lässt sein Lied schallen, soweit er kann. Über den stillen Spiegel verbreitet sich's. In der Ferne vernimmt es ein anderer, der die Melodie kennt, die Worte versteht und mit dem folgenden Verse antwortet. Hierauf erwidert der Erste und so ist einer immer das Echo des anderen. Der Gesang währt Nächte durch und erhält sie, ohne zu ermüden. Je ferner sie also voneinander sind, desto reizender kann das Lied werden. Wenn der Hörer alsdann zwischen beiden steht, so ist er am rechten Flecke. Um dieses mich vernehmen zu lassen, stiegen sie am Ufer der Giudecca aus. Sie teilten sich am Kanal hin. Ich ging zwischen ihnen auf und ab, sodass ich immer den verließ, der zu singen anfangen sollte und mich demjenigen wieder näherte, der aufgehört hatte. Da ward mir der Sinn des Gesangs erst aufgeschlossen. Als Stimme aus der Ferne klingt es höchst sonderbar, wie eine Klage ohne Trauer. Es ist darin etwas unglaublich, bis zu Tränen rührendes. Ich schrieb es meiner Stimmung zu, aber mein Alter sagte, e singulare come quel quanto intenerisce e molto pie quando e pie ben cantato. Er wünschte, dass ich die Weiber vom Lido, besonders die von Malamocco und Pelestrina, hören möchte. Auch diese singen den Tasso auf gleiche und ähnliche Melodien. Er sagte ferner, sie haben die Gewohnheit, wenn ihre Männer aus Fischen ins Meer sind, sich ans Ufer zu setzen und mit durchdringender Stimme abends die Gesänge erschallen zu lassen, bis sie auch von ferne die Stimme der ihrigen vernehmen und sich so mit ihnen unterhalten. Ist das nicht sehr schön? Und doch lässt sich wohl denken, dass ein Zuhörer in der Nähe wenig Freude an solchen Stimmen haben möchte, die mit den Wellen des Meeres kämpfen. Menschlich aber und wahr wird der Begriff dieses Gesanges. Lebendig wird die Melodie, über deren tote Buchstaben wir uns sonst den Kopf zerbrochen haben. Gesang ist es eines Einsamen in die Ferne und Weite, damit ein anderer, gleichgestimmter, höre und antworte. Ja, das war der 6. Oktober. Weiter geht's mit dem 8. interessanterweise. Am 7. Oktober hat er anscheinend frei gehabt und musste nichts aufschreiben. Sei es ihm auch mal gegönnt, dem Herrn Goethe. Ich gönne euch eine geruhsame Nacht, ein paar geruhsame Nächte. Ich hoffe, ihr könnt euch gut erholen und ja, wir hören uns wieder in 2 Wochen, wenn es dann hier wieder weitergeht. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.